So, heute kommen wir dann zu Bitcoin Invest. Das ist auch ein so Pay für Hashpower. Also, es ist aus Deutschland. Ist ein bisschen beschrieben, das professionelle Team. Also, sie haben schon mehr als 3 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet des Bitcoin Mining und waren auch bei der Gründung des Bitcoins beteiligt. Sichere Surfer sind durch mehrere Schichten geschützt und werden durch unterschiedliche Sicherheitsprogramme gesichert, gewinnbringende Strategien. Also man wählt seine Investition und kann den Experten auf ihrem Blog, den sieht man hier oben, folgen, um das maximale Potenzial rauszuholen. Bis jetzt haben sie über 6.500 Investoren, über 250 Bitcoin Investments und über 130 Auszahlungen. Also es ist noch so relativ neu, also das Bitcoin Invest. Jo. Dann machen wir mal weiter mit Investment. Also, man kann hier das Starterpaket auswählen. Da bringt eine Bitpower, also eine Bitpower kann man für 0,24 Dollar Cent kaufen. Und ja, man hat halt nach 12 bis 13 Monaten circa wieder seine Einzahlung, je nachdem auch wie der Bitcoin-Preis steigt. Aber es hält lebenslang, also nicht so wie bei Hashflare, dass es nach einem Jahr zum Beispiel ausläuft. Man hat es ein Leben lang. Ja, man kann auch wöchentlich reinvestieren oder täglich. Das kann man auswählen. Man kann 1, 2, 5, glaube ich, noch und wöchentlich machen. Aber kann ich euch später auch nochmal zeigen. Ab 20 Bitpower kann man starten. Das sind 4 Dollar und 80 Dollar Cent. Man kann auch auswählen, wie viel er automatisch vom Gewinn in Bitpower wieder reinvestieren soll. Man kann 25% machen, 50% oder 100% automatisch gleich wieder rein investieren. Allerdings, wenn man das macht, kann man dann auch keine automatische Auszahlung mehr machen. Jo. Dann machen wir weiter. Service. Also seit dem 14. August 2014 sind sie spezialisiert darauf, Bitcoins zu minen. Ja, also sieht man noch, dass sie mit der neuesten Technik minen. Sie nutzen den günstigsten Strom, effiziente Kühltechniken. Und das Mining beginnt sofort, nachdem man zahlt, also nachdem sie das Geld haben. Ja, einfache Preisgestaltung noch. Ja. Man muss nicht dauernd rumsitzen, man lässt einfach laufen und man kriegt sein Geld. Es gibt auch noch regelmäßig Promotions. Also da automatische Upgrades oder Promotion Codes, bei der man dann mehr Rechenleistung, also Bitpower, bekommt oder Ermäßigung für Mining-Verträge. Für das Einladen von Freunden kann man sich natürlich auch ein bisschen Bitpower-Bonus sichern. Und wenn man den dann eingeladen hat, also mit dem Link anmeldet, kriegt man 15 Bitpower kostenlos für 2 Wochen waren es, glaube ich. Kann ich euch später zeigen. Ich habe es dann noch offen. Jo. Partner. Also, wir werden jedem neuen Partner kostenlos 15 Bitpower zur Verfügung stellen. Da sieht man es auch wieder. Und ja, man kriegt dann halt auch noch 5% von dem, wo man jetzt dann halt eingeladen hat, aber ich würde die 5% dann nach einem Monat dem wieder zurückzahlen. Also ihr würdet euren Bonus zurückbekommen, wenn ich
wenn ihr euch über meinen Link anmeldet. Ja, mehr braucht man da, denke ich mal, jetzt nicht dazu sagen. Ja, dann halt noch eine Beschreibung, was sind Kryptowährungen, was ist Cloud Mining, was kann man durch Cloud Mining verdienen. Ja, wie funktioniert das alles? Welche Rendite ist zu erwarten? Partnerprogramm, also man kann da alles nachlesen. Dann halt auch noch ihr Blog, wo halt dann immer das Beste steht. Auch so News, was es halt noch so gibt. Okay, dann kommen wir jetzt mal zum Dashboard hier. Ja, also man kann täglich auch was bekommen. Also ich habe mich vor circa 2 Stunden angemeldet. Das wäre dann wahrscheinlich heute Abend, werde ich den wahrscheinlich, denke ich mal, bekommen. Ja, ich habe auch über einen Partnerlink mich angemeldet, habe gleich meine 15 bekommen. Sind zwar jetzt nur circa 2 Cent pro Tag. Vorhin war es noch einer. Naja, es ändert sich halt mal schnell. Je nachdem, wie das der Stand ist. Also den Link haue ich dann mit in die Beschreibung. Dann könnt ihr euch eure 15 Bitpower kostenlos abholen. Ah, 30 Tage hält, wenn man jetzt nicht so selber dazu kauft. Also ich weiß nicht, ob das dann reicht, was man da bekommt. Aber ich denke mal eher nicht. Kommt drauf an, wie hoch der Daily Bonus ist. So. Dann halt noch Transaktionen, kann man halt alles nachschauen. Na komm. Da stehen zum Beispiel meine 15 Bitpower Bonus. Man kann auch alles kalkulieren. Da zum Beispiel unter 20 Bitpower kriegt man ca. 60 Dollar Cent im Monat, aber dafür hat man es halt Leben lang, deswegen ist es halt alles ein bisschen, ja. So würde ich jetzt zum Beispiel was für 20 kaufen, hätte ich ja dann insgesamt 35. Naja, im Jahr wären das dann 12,82. Da sieht man auch, wann man sein Investment gleich wieder zurück hat, 7 bis 8 Monate. Wenn man jetzt zum Beispiel 100 gleich kauft, warum wäre das jetzt weniger? Guck, guck. Ah, sieht schon besser aus. Da hat man zum Beispiel dann in einem Jahr 36 Dollar mit 1000 natürlich gleich. Da wird auch der Preis dann günstiger. Man zahlt zum Beispiel 220 Dollar, kriegt dann pro Tag 1 Dollar und im Jahr 366. Nach 7 bis 8 Monaten hat man sein Geld zurück. Man kann allerdings noch weitergehen, wenn man jetzt 1600 Dollar investiert, 5 bis 6 Monate hat man es wieder, 159 Tage und danach macht man sein Leben lang nur noch Profit. Also man würde dann trotzdem im Monat jeden Monat 301 Dollar bekommen, solange die Seite existiert. Ja. Okay, so viel dazu. Dann wollte ich euch noch was zeigen. Der steht irgendwo hier. Da muss man runter. Hardware. Na komm. Dauert mal wieder 50 Jahre, bis da was aufgeht. So, da sieht man es Bitpower zu GHS-Rechnen leicht gemacht. Also eine Bitpower
entspricht 3,7383999954 Gigahashes pro Sekunde. Also ein Gigahash entspricht circa 0,2674512 Bitpower. Wenn man das jetzt mal ausrechnet, also 3 Bitpower sind ja circa, jetzt sage ich mal, 10 Gigahashes und das wären dann 0,75 Dollar Cent circa. Und bei Hashflare zahlt man für 10 Gigahashes 2,2 Dollar. Also es ist schon wesentlich günstiger, allerdings ist der Ertrag halt nicht so hoch, dafür hält es ein Leben lang halt. Je nachdem halt, wie viel man jetzt bereit ist zu investieren. Jo, das war's dann soweit erstmal zu Bitcoin Invest. Vielleicht mache ich heute noch ein Video, mal schauen. Also Links sind wie immer in der Beschreibung. Wir sehen uns.